Olympiads Ryazan, der Name einer Bockstaffel, den ich wahrscheinlich nie korrekt aussprechen werde. Nicht unbedingt unaussprechlich, aber definitiv zumindest für den Boxclub Bavaria Landshut unschlagbar, hielten einige das Team vom russischen Olympiastützpunkt. Zu kampferfahren und um Jahre voraus sei man dort mit dem Boxen. Der Boxclub SC Bavaria 20 Landshut wollte es trotzdem wissen. Man lud die Staffel ein, die kam 2000 Kilometer weit angereist und stellte sich am 1. September 2019 auf der Duld in Landshut in den Ring. 1700 Zuschauer fanden ebenfalls den Weg in die Festhalle Schmidt und das bei Außentemperaturen von über 30 Grad. Heinrich Born leitete als Ringrichter den ersten Kampf des Tages im Jugendweltergewicht zwischen Sergei Alipov auf Seiten der Russen in Rot und Lukas Hartung für die blaue Heimmannschaft. Der Russe mit bereits 90 Kämpfen auf dem Kerbholz war dem mit erst 23 Kämpfen weit unerfahrenerem Gastboxer aus Kaufbeuren überlegen und somit siegten zuerst einmal die Russen. Ringrichter in Kampf 2 war René Seifert. Er leitete die Begegnung zwischen Sören Nikodemus aus Nordrhein-Westfalen als Leihgabe für die Russen und Mohammad Karsa, dem ostbayerischen Meister 2019 im Halbschwergewicht vom Boxclub Bavaria Landshut. Nikodemus mit 10 Kämpfen Erfahrung und davon 7 Siege präsentierte sich topfit, aber auch unser Mohammad mit bisher 6 Kämpfen Erfahrung und davon 5 Siegen war glänzend aufgelegt. Der Gast in Rot hatte also bereits mehr Siege eingefahren, als unser Mohammad bisher überhaupt Kämpfe im Ring erlebt hat. Dennoch wurde es ein enorm spannender Schlagabtausch. Aufgrund der Statistik hätte man meinen können, Nikodemus wäre deutlich überlegen, aber Fehlanzeige. Mit fortschreitendem Kampf setzte Mohammad Karsa immer mehr Akzente und konnte Sören Nikodemus somit ordentlich Paroli bieten. Immer wieder gab es schöne Aktionen auf beiden Seiten und Treffer, die von den Gästen, aber auch vom Landshuter Publikum bejubelt werden konnten. Als Landshuter sah man Mohammad aufgrund der vielen guten Kombinationen natürlich vorne. Es blieb jedoch abzuwarten, ob das neutrale Kampfgericht diese Ansicht auch teilte. Denn auch Sören Nikodemus zeigte eine starke Vorstellung und hatte den letzten guten Treffer vor dem Schlussgong auf seiner Seite. Das gute Bauchgefühl täuschte jedoch nicht. Mohammad Karsa ging als Sieger aus der Begegnung hervor und wurde vom Publikum gefeiert. Der dritte Ringrichter des Tages hieß Slava Odenbach und er hatte nur eine recht kurze Begegnung zu leiten, denn der Kampf zwischen dem Russen Arseni Samochwalow und dem bayerischen Meister im Mittelgewicht Daniel Filipovic musste nach einer Verletzung, die sich Filipovic während dem Kampf im Gesicht zuzog, abgebrochen werden. Ringarzt Dr. Ulrich war das Risiko einer größer werdenden Verletzung bei Fortsetzung zu groß und somit hieß der Sieger Arseni Samochwalow von Olympiads Ryazan. Franz Josef Santl leitete Kampf Nr. 4 an diesem über 30 Grad heißen 1. September 2019. Für die Gäste aus Russland stand im Ring Aran Suleimanov und für den Boxclub Bavaria Landshut Jamshid Nuristani aus Augsburg. Suleimanov in Rot brachte 155 Kämpfe Erfahrung mit in den Ring, Nuristani lediglich 44. Der Kampf fand im Weltergewicht statt und es gewann viel umjubelt Jamshid Nuristani nach einem beherzten, harten Fight. In lediglich 2 Kämpfen an diesem Tag mussten sich die Russen deutsche Verstärkung in ihre Reihen holen. Zum einen war das der bereits besprochene Kampf Nummer 2, wo Halbschwergewichtler Sören Nikodemus für die Russen das rote Dress überzog und zum anderen ein Kampf im Superschwergewicht. Den leitete Alexander Dabisch und die Begegnung hieß Thomas Hamacek aus Hessen gegen Daniel Malsam vom Boxclub Bavaria Landshut. Die erste Runde wurde zu 100% dominiert durch den 19-jährigen Landshuter. Der 27-jährige Hesse in Rot präsentierte sich als Mann wie ein Baum. Groß und lang, aber leicht zu treffen und zu langsam für Daniel. Der konnte nach Belieben treffen und hatte eine Schlagrate, Reaktionsschnelligkeit und Beweglichkeit wie ein Halbschwergewicht. Zweite Runde. Hamacek versuchte nun schnellere Hände zu bringen, vor allem gerade Schläge, um seinen Größen- und Reichweitenvorteil auszunutzen. Der jüngere der beiden Malsam-Brüder wusste wohl, dass er deutlich vorne lag und sparte Kräfte. Er ließ den Gast kommen und startete seltener selbst Aktionen, sondern konterte eher. Daniel hatte trotzdem die besseren Treffer, wobei sich gegen Ende der zweiten Runde abzeichnete, dass Thomas die bessere Kondition hatte, welche ihm aber noch nicht viel bringen sollte, da Daniel immer noch fit genug war, um durch seine deutlich besseren boxerischen Fähigkeiten die Oberhand zu behalten.
In der dritten Runde beschränkte sich der Bavarianer zunächst noch stärker auf Konter und ließ den Hessenmeister, beherzt und fit, jedoch technisch gnadenlos unterlegen, angreifen. Daniel kassierte nun tatsächlich ein paar Treffer mehr als in den vergangenen Runden, traf jedoch selbst nach wie vor bei fast jeder Aktion, womit er nahezu gleich auf den Ziel kam wie sein Kontrahent. Gegen Ende der dritten Runde ging Daniel dann nochmal selbst des Öfteren in die Offensive, um den Sieg auch tatsächlich einzutüten und sich nicht auf ein knappes Punktrichterurteil verlassen zu müssen. Die Taktik ging auf. Sieg für Superschwergewicht Daniel Malsam. In der Pause wurde dann der Maler und Zeichner Michael Lange zum Ehrenmitglied des Boxclubs ernannt, um ihn zu würdigen, dass er seit den 1980er Jahren den Club in der Öffentlichkeit unterstützt. Der erste Kampf nach der Pause wurde geleitet von Heinrich Born. Er führte die Begegnung im Jugendmittelgewicht zwischen Alexander Cheryasov aus Russland in Rot und Idris Mischko-Bayar aus München für die Bavaria. Der dritte Sieg in Folge, schön langsam gerieten die Russen ins Hintertreffen. René Seifert kontrollierte das Geschehen im Kampf zwischen den beiden Halbweltergewichten Arsen Sakian für die Gäste und Andreas Jäger aus Pfarrkirchen für die blaue Ecke. Jäger machte seine Sache außerordentlich gut und wurde mit einem Sieg belohnt. In Kampf Nummer 8 war Slava Odenbach wieder Ringrichter. Hier trafen der Russe Ramiro Karpov in Rot und der Wiener Marcel Rumpler in Blau aufeinander. Diesen Kampf im Weltergewicht entschied der Österreicher für sich und somit hatten die Russen bereits 2 Siege und 6 Niederlagen eingefahren. Der vorletzte Kampf des Tages wurde geleitet von Franz Josef Santl. Es trafen aufeinander für die Russen in Rot Nikita Selivanov und für den Boxclub Bavaria Landshut in Blau unser Max Meyer. Dieser Kampf zeigte, dass gute Technik gepaart mit Fitness nicht mit roher Gewalt zu stoppen sind. Zumindest nicht in einem nach geltendem Regelwerk stattfindenden Boxkampf. Max Meyer zeigte über alle 3 Runden hinweg eine gleichbleibend gute Performance. Nikita Selivanov hingegen ließ im fortschreitenden Kampfverlauf immer öfter die Arme nach unten hängen, um zu regenerieren. Darüber hinaus waren seine Attacken zunehmend nur noch weit ausholende Schwinger, auf die sich Max jedes Mal bereits einstellen konnte. Zum Schluss versuchte Nikita Selivanov noch Max Meyer zu locken, ihn K.O. zu schlagen, vielleicht um eine ordentliche Keilerei anzuzetteln, bei der er sich nochmal Chancen ausrechnete. Wer weiß. Max Meyer boxte sein Programm unbeeindruckt weiter und wurde ungefährdet zum Punktsieger der Begegnung erklärt. Im 10. und letzten Kampf des Tages hieß der Ringrichter Alexander Darbisch. Er leitete den Kampf zwischen den Superschwergewichten Ilya Rudenko in der roten Ecke für Olympiez Rasan und Nico Malsam in der blauen Ecke für den Boxclub Bavaria Landshut. Gegen Rudenko wurde es kein leichtes Spiel für den 21-jährigen Landshuter. Der Russe wog etwa 20 Kilo mehr als Nico, war 10 Jahre älter und brachte 218 Kämpfe Erfahrung mit 181 Siegen mit in den Ring. Nico Malsam, gerade erst im Nachwuchsbereich entwachsen und mit 57 Kämpfen, davon 41 Siege, deutlich unerfahrener. In der ersten Runde beide noch spritzig, mit hoher Schlagrate und viel Bewegung im Ring. Diese Runde gehörte Nico. Schneller, aktiver und treffsicherer präsentierte sich der junge Bavarianer. In den Runden 2 und 3 bauten beide Superschwergewichte bei weit über 30 Grad im Festzelt erkennbar ab. Doch jedes Mal, wenn Nico einen oder mehrere Schläge ins Ziel brachte, antwortete sein Gegenüber mit ein paar Schlägen mehr. Der Vorsprung aus der ersten Runde schmolz dahin und es blieb den Punktrichtern überlassen, wen sie insgesamt vorne sahen. Ganz einig waren sie sich dann hier auch nicht. Mit 2:1 Punktrichterstimmen ging der Sieg im letzten Kampf des Tages an die rote Ecke in Person von Ilya Rudenko. Olympiez Ryazan verlor dennoch mit 3:7 Siegen, also 6:14 Punkten, den Vergleich mit dem Boxclub Bavaria Landshut vor 1700 Zuschauern in der Festhalle Schmidt auf der Landshuter Herbsthult. Der Boxclub bedankt sich neben den Kampf- und Punktrichtern auch bei seinem Ringarzt, den Zeitnehmern, der Protokollführung, dem Ringkommando, den Kassiererinnen, den Trainern, Betreuern und Ordnern für ihren tollen ehrenamtlichen Einsatz, ohne den diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. So wie bei den Sponsoren, allen voran unserem Hauptsponsor Elektro Leitner.